Studieren, lernen und dann Probleme lösen. Das ist die gewinnbringende Philosophie der Schüler der italienischen Gewerbeoberschule Galileo Galilei von Bozen. In der 4. und 5. Klasse haben die Schüler das Projekt Supra ins Leben gerufen, eine Werkstatt, welche konkrete Antworten auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung geben soll. Innovationslandesrat Roberto Bizzo wollte mit eigenen Augen sehen, was die Schüler so alles auf die Beine gestellt haben. Bizzo hat dabei nochmals hervorgehoben, dass Investitionen in Innovation und Entwicklung den Glauben an die Zukunft ausdrücken. In den Schulen des Landes finden die ersten Schritte hin zu dieser Innovation statt. Der Erfindergeist und die technischen Möglichkeiten der Schüler der Gewerbeoberschule haben diesen Heber für Behinderte hervorgebracht. Er kann vom Bett in den Rollstuhl helfen und umgekehrt. Wir haben angefangen, mit einem Patienten, der zu uns gekommen ist, so ein behinderter Mann, der zu uns gekommen ist, um Hilfe zu bitten. Und wir haben dann verstanden, dass der so Probleme hat, wenn der so unterwegs ist, im Hotel zum Beispiel, weil der kann sich überhaupt nicht bewegen und da muss man sich vom Rollstuhl auf dem Bett zum Beispiel hinsetzen oder hinlegen. Und dann braucht er jedes Mal so ein kleines Kran mitzunehmen. Die Idee entstand aufgrund der Anfrage einer Person, die nicht mehr gehen konnte. Sie hat sich an die Schüler der Gewerbeoberschule gewandt, weil das Problem, das sie hatte, scheinbar unlösbar war. Nach einer genauen Analyse und einer langen Projektphase haben die Schüler des Projektes Supra einen innovativen Heber entwickelt, der ohne großen Aufwand transportiert werden kann und so die Autonomie von behinderten Personen beträchtlich erweitert. Eigentlich wäre jetzt noch weiter zu entwickeln, weil konnte man zum Beispiel das alles automatisieren. Zum Beispiel konnte man die verschiedenen Teile alle automatisch mit, jetzt können wir sagen, Pneumatik oder Elektroantrieb in Position bringen und dann den Patienten hochziehen vom Stuhl und dann drehen auf dem Bett oder auf so einen anderen Stuhl zum Beispiel. Schüler wird am nationalen Wettbewerb Premio Scuola Creativa teilnehmen, der vom Verband der Handelskammern organisiert wird.